Und weiter geht's hier mit Meta Peter, was, wie heißt es richtig? Naja, also es heißt Meta Peter, das hast du schon richtig gesagt, und wir sind Team Meta Peter, also Henning, Ben, Yannick und ich, also Bastian. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, Meta Peter, was ist denn überhaupt, wie kommt man denn überhaupt darauf? Und wir sind über die sogenannten Metadaten darauf gekommen. Jetzt fragt sich der ein oder andere, ja gut, ja, das sind Metadaten. Vereinfacht gesagt sind Metadaten Daten, die zum Beispiel an Fotos oder Videos oder auch Audiodateien, die man halt zum Beispiel auf Facebook postet, rangehangen werden. Jetzt kann man sich so denken, ja, ist ja nicht so schlimm, aber diese Daten enthalten zum Beispiel den Standort der Aufnahme oder halt auch die Zeit, den genauen Zeitstempel und halt die Modellnummer vom Handy. Das sind halt Daten, die wir nicht unbedingt preisgeben wollten. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir entwickeln eine App, mit der man diese Daten aus den Bildern entfernen kann, um sie danach dann ohne Metadaten hochzuladen. Ja, wir haben das Ganze umgesetzt, indem wir uns ein bisschen geteilt haben. Ben, Yannick und Basti hatten da die Aufgabe, das ein bisschen das Layout zu machen, das Design, dass das ordentlich alles schick aussieht. Und Henning und ich haben uns dann damit beschäftigt, wie kriegen wir nun einfach die Metadaten weg. Und ich würde jetzt gerne das mal veranschaulichen für alle. Wir wählen jetzt hier mal ein Bild aus, das wir gemacht haben. Dort erscheint es und hier unten sieht man auch, es stehen so Daten wie Kameramodell, LG Electronics, mein Handy ist ein LG, muss man dazu sagen, das Handymodell steht dort auch. Das sieht ein normaler Benutzer gar nicht, wenn er das Bild sich so anguckt, aber das sind alles Daten, die im Hintergrund dastehen. Auf eine Sekunde genau steht dort, wann es aufgenommen wurde, welche Breite, welche Höhe und noch ganz viele andere Dateien, Daten, die wir jetzt nicht preisgeben wollten. Und ja, jetzt kann man hier Metadaten löschen klicken. Typischer Internet-Bug. Ja, währenddessen erzähle ich mal kurz, wir wollten diese App auch offline gestalten, dass es nicht darum geht, dieses Bild hochzuladen oder irgendwo preiszugeben. Und man könnte sich das auch runterladen und dann offline nutzen. Wenn man jetzt dieses Bild speichert und dann einmal die Auswahl verwerfen, dann nehmen wir jetzt mal das bereinigte Bild, Bild bereinigt, gucken wieder unten in die Tabelle und dann steht da sowas, also diese Metadaten sind nicht mehr zu finden. Ja, und da wir überhaupt nur mit unseren Mentoren so weit gekommen sind, wollten wir uns an dieser Stelle auch nochmal ganz recht herzlich bei euch bedanken und halt auch generell beim Orga-Team und bei allen anderen, die uns unterstützt haben. Wir sind aber meiner Meinung nach noch nicht ganz fertig. Wir wollen zum Beispiel noch eine Funktion einfügen, dass man diese Metadaten nicht nur löschen, sondern auch editieren kann. Zum Beispiel kann man dann Facebook sagen, ja gut, ich war nicht in Parchim, als mein Foto entstanden ist, ich war mitten im Atlantik und jetzt fangen wir was Ordentliches damit an. So. Oder halt auch noch ein bisschen am Design schrauben oder so, aber das könnte man dann auch mithilfe von GitHub lösen. Es ist alles Open Source, da kann auch jeder drauf zugreifen, kann auch gerne verwendet werden und editiert werden. Und ja, das wär's. Euer Applaus geht rüber zu Micha, nimmt die Technik mit. Es bereitet sich vor Nature Guard, während Micha Meta Peter noch mit Fragen löchert. Genau. Also, man merkt es schon, ihr legt da ganz viel Wert auf eure Privatsphäre. Keine Fotos, Metadaten löschen. Was benutzt ihr sonst im privaten Umgang mit dem Internet noch für Tools, um eure Privatsphäre zu schützen? Also wir nutzen allgemein zum Beispiel das Tor-Bündel. Wir haben uns gerade auch nochmal intensiv darüber unterhalten, wie können wir uns schützen. WhatsApp nutzt die End-to-End-Verschlüsselung mittlerweile. Wir haben private Accounts, also kein Anbieter ist dazu überhaupt im Gesetz dazu erlaubt, unsere Bilder oder irgendwas zu posten. Und falls wir irgendwo mal ein Bild finden, können wir sagen, ey, du hast die Erlaubnis nicht dazu. Es steht drin, unser Account ist privat. Und damit haben wir auch unser Thema ausgelebt, Privatsphäre, Datenschutz. Und ich denke, das sollte man in dieser Welt, in unserer heutigen technischen Welt auch beachten.
Vielen Dank.